Herzlich willkommen beim Sumpf-Simulator 2000. Nein, ich meine Dantes Inferno natürlich. Hier sieht's echt geil aus. Und wir werden jetzt uns aufmachen Richtung Sumpf. Also wir gucken einfach, was uns hier erwartet. Der Styx. Ich muss ja kurz noch ein bisschen lauter machen. Meinen Ohren. Also die Musik ist echt geil von dem Spiel. Also God of War ist auch gutes Spiel, aber Dungeons and Dragons hat nochmal was Besonderes. Ich möchte heute mal ein bisschen ein anderes Thema erzählen. Ich habe heute. Ich habe heute Dishonored durchgespielt und Oblivion kommt nicht mehr, also da warte ich einfach, wie ich es gesagt habe, auf die Skyrim Engine von der Mod. Aber ist schon richtig cool. Und auf jeden Fall kann ich schon mal ein bisschen anteasern, es wird God of War 2 kommen, demnächst auf dem Kanal hier. Aber es dauert noch ein bisschen, weil meine PlayStation 2 ja kaputt ist und dann müsste ich mein externes Laufwerk bestellen oder vielleicht beginnt es auch schon früher. Dann müsste ich die eine Festplatte abstecken, weil ich nicht so viele Stromanschlüsse habe vom Netzteil her, weil das einfach nicht reichen würde. Der Strom würde reichen. Alter. Holy shit, Mann. Was ist das denn für ein Typ? Und Quicktime-Event beendet. Guck nicht so grimmig. Ich schlage eine rein, du. In deine Passalackenfratze, du. Kennt ihr das noch? Ich schlage eine rein, du. In deine Kakerlackenfratze. LOL. Also es bricht hier mehr und mehr auseinander, das Tor. Deswegen sollte man sich beeilen. Und wer ist da? Die Beatrix und der Lucifer. Warum hat Dante mich verlassen? Ah, es geht weiter. Ich habe gerade nur kurz geschaut, ob die Aufnahme läuft. Und kurz nochmal schauen. Was könnten wir denn jetzt noch skillen hier? Okay, Aufnahme läuft. Aber jetzt, warte mal, wir haben jetzt 3000 Seelen. Die haben ja gesagt, wir. Nee, das will ich nicht. Seelenmaler. Todeszyklon. Auch scheiße. Diabolischer Schlitzer. Das hört sich nice an, oder? Heilige Gerechtigkeit. Drücke während heiligendes Urteil. Genau, heiliges Beben. Machen wir und. Jetzt müssen wir, können wir eh wieder nicht skillen. Ja, gut, dann. Brauche ich mir jetzt noch das Leben hier. Und wir gehen mal weiter. Das ist ziemlich cool, das Spiel. Ey, du sollst das im Brunnen doch mitnehmen. Siehst du das nicht? Ach, genau. Ah, jetzt geht die Brücke hoch. Wir haben halt nicht so. Ah, ja, okay. Nein, nicht die. Nicht die kleinen Babys hier.
Alter, krass. Alter, what the fuck, Mann. Ein fettes Schwein. Erstmal einen fetten Arsch aufreißen hier. Stirb jetzt. Okay, wir müssen hier ein bisschen Magie holen und die Erfahrung. Und dann müssen wir schnell das Ding hier aufmachen, bevor uns hier alles auseinanderfällt. Ich glaube, wir haben auch noch die Zeit. Okay, jetzt geht das hoch. Jetzt müssen wir schnell hier rüber. Ja, locker haben wir es geschafft. Und jetzt hier... Ach ne, das machen wir nicht. Ah, stimmt, ja. Mhm. Jetzt komm her, Freundchen. Freundchen, wo bist du? Auseinandergerissen in zwei Hälften. Bam, Alter. Wir müssen aufpassen, wenn jetzt nochmal Feuer speit, der Drecksack. Sind ziemlich geil, die Dinger. Nein, nicht mit einem Penis hier. So, hier, die alte. Wo ist die andere alte hier? Jetzt wirst du sterben. Oh Mann, ich bin gerade voll konzentriert. Warte. Ich muss nur noch rausfinden, wie der Typ da heißt. Also ich hab's vergessen. Bam. Kommt noch einer oder was? Wie viel kommen denn da noch? Ja, und jetzt ab hier. Leben brauchen wir keins mehr, wir haben genug. Wir fahren den Fahrstuhl nach oben. Dauert ein bisschen, bis wir oben sind. Aber was wird dann passieren?
Trilce. Als du dich mit diesem Mädchen einliest, hast du mich an Lucifer verkauft. Sie hat ihre Seele verwettet, dass du ihr treu sein würdest. Ihr Glaube in dich war wirklich rührend, also dachte ich mir, das ist genau mein Mädchen. Ich verdanke das alles dir, mein Freund. Und der Titel eingeschaltet. Nun, lass meine Macht durch deine Seele strömen. Gib dich unserem Bund hin und wir werden das Paradies zurückerobern. Mach es nicht. Tu's bitte nicht. Hast du die gegessen jetzt? Oh mein Gott. Die Gläubige hat ihren Glauben verloren. Das Unverderbliche ist verdorben. Die reine Unschuld hat sich der Sünde ergeben. Wie alle anderen vor ihr. Wer will mir jetzt noch mein Recht verweigern? Bah! Oh. Ein richtiger Luzifer, ey. Dieses Schwein. Jawohl, und wir sind jetzt wieder da. Wir holen uns jetzt unsere Beatrice zurück. Und deswegen müssen wir auf den großen Tipp hier laufen. Langsam. Immer tiefer in die Hölle. Die Stücks. Das war das, was wir immer sehen im Skillmenü. Also zur Stadt, gestärkt durch seine heiligen Worte, und kamen an diese Festung. Und plötzlich sah ich auf allen Seiten nur Leid und Schmerz. Unter den Gräbern sah ich Flammen lodern, deren Glut heißer war als jedes Handwerkseisen. Und aus den Gräbern drang ein Wehklagen, das nur den auf ewig Verdammten aus der Kehle strömt. Wie gesagt, ich kann den Typen steuern da unten. Seht ihr, jetzt bleibt er stehen. Ja, und jetzt gucken wir, was das für eine Stadt ist. Drücke, um die Fäuste schwingen zu lassen und zu stampfen. Drücke Hand fest, um Feuer zu speien. Halte Wege zum Zielen. Aha. Jetzt wird. Lass ein bisschen alles ausprobieren. Können hier alle grillen. Aber der Papa, die Stadt dis. Ja, ja, guck mal hier. Siehst du die Brücke? Oh, ups, da war ja gar keine. Ich glaube, da war noch nie eine Brücke oder so. Alle werden sterben hier.
Das ist so richtig geil, der Typ. Wir werden jetzt hier weiter randalieren. Ich glaube, das waren Geister oder so, die man einfach nicht hätte töten können. Damals bin ich einfach nur durchgelaufen, habe nichts kaputt gemacht. Ach, da ist ja gar keine Brücke gewesen. Also, oder hast du die gesehen hier? Soweit reicht unser Feuerstrahl nicht. Ach, Feuer mit Feuerspiel macht mehr Spaß. Guck mal, wie viel Erfahrung wir kriegen. Die Stadt einstürzt. Den ganzen Scheiß brauchen wir ja nicht. Jetzt werden wir unseren letzten Weg beschreiten. Ach so. Das mussten wir machen, weil es uns ja nicht weitergekommen, glaube ich. Da sind wir jetzt. Ah, die PlayStation 3 macht gerade ein paar Faxen. Oh, erst mal ein bisschen schwingen. Ja, wir müssen ja genug Schwung haben. Warte, warte, warte. Jetzt mal ein bisschen runter. Also am längsten unten immer anpacken und dann hat man immer meisten Schwung. Boah, ich weiß noch damals, wie ich immer so doof gesprungen bin. Und jetzt muss ich ihn nach oben ziehen, oder was? Ach, genau, ja, ja. Wirklich, um die Pforte nach oben zu ziehen. Ah, cool. Ja, speichern wir kurz. Die Sticks. Gut, wir machen einfach mal hier. Ich glaube, die Zeit ist eh schon wieder um, oder? Ach, ist egal. Wir machen einfach weiter. Aber was stand da gerade? Nochmal kurz. Abstieg zur Ketzerei ist das. Ja. Abstieg zur Ketzerei. Ah, ja, ja, okay. Müssen also die Dinger einfahren. Dann haben wir eine bestimmte Zeit, darüber zu kommen. Oh, nee, kann man direkt wieder reinfahren, weil es macht doch sonst keinen Sinn. Das wird mir zeitlich gar nicht schaffen, so. Warte, warte, warte! Und jetzt! Jawohl! Oh mein Gott! Da schreien sie. Ich muss nach links oder was? Ich glaube, wir dürfen uns nicht so oft treffen lassen oder so.
Warte, erstmal ein bisschen runter noch. Na, jetzt müssen wir nach drüben springen. So, das schaffen wir, glaube ich. Muss jetzt nur noch die Zeit abpassen. Das war ein bisschen scheiße, weil wir voll viel Leben verloren haben. Und, warte. Wir müssen ein bisschen warten noch. Jetzt. Oha. Ist das nicht der Strahl? Der letztens da war. Genau. Ketzerei. Die letzte Brutstätte, glaube ich. Und wir hören, was er zu sagen hat, der Opa hier. Ob Sektierer, Ketzer, Heiden, sie allesamt hier schmoren und in der Hölle flammen, sind auf ewig sie verloren. Ich habe kurz ein Kissen weggeworfen, weil mein Arsch tut mir weh, weil das Kissen so scheiße ist. Und das ist nicht weich genug, aber ist egal, wir machen hier weiter. Scheiße. Ich glaube, das macht jetzt das Feuer aus, oder? Genau. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir haben den letzten umgehauen. So, wir müssen hier hoch. Richtig eklig, ey. Oh je. Yeah. Der nächste Boss. Also nicht Boss, sondern... Alter! Alter, was ein Arschloch. Weißt du, ich kann da nichts machen. Er zwingt mich, dass ich da hinrenne. Verreckt alle, ihr Schweine. Ich hoffe, ich kann das jetzt wieder... meine... die Dinger hier holen. Ich will mir die echt nicht entgehen lassen. Das Problem ist einfach... wir haben nicht mehr so viel... Ah, okay. Diabolischer Schlitzer. Wir haben nicht mehr so viel zu scalen, aber wir müssen auch irgendwie... rankommen. Hier, Rechtfertigung. Trink nach einem Konter, ist auch scheiße. Diabolischer Bruch finde ich auch doof. Heimzahlung. Todeskralle. Seelenhammer. Der Todeszyklon hört sich noch gut an. Der Todesorkan hört sich auch gut an. Und das war's eigentlich schon. Nee, oder?